Das war eine Frage. Das war einfach. Erzähl doch mal. Bitte, ich lasse dich. Ah, der Klassiker. Was haben wir gemacht? Ich hab's vergessen, irgendwas, ich glaube Baldrian ist es, unserem Lieblingsfranzösischlehrer vor die Tür gekippt, weil wir gehört haben, dass dann räudige Kater einem die ganze Bude auseinandernehmen. Ist aber nicht überliefert, ob das geklappt hat. Einer der schönsten Streiche, die wir, ich meine mit meinem Streicheteam aus der Schule, wir haben für einen Abi-Scherz, für den Abi-Abschluss-Scherz, haben wir die Lehrer gefangen genommen in einem Cowboy-Kostüm und haben einen großen, so einen elektronischen Bullen hingestellt, mit dem man dann da mussten die Lehrer drauf reiten, um sich quasi zu befreien. Und das Schönste war, dass der ausgerechnete Herr Gossweiler, der so ein recht drahtiger Krach, so ein kasernenhofartiger Sportlehrer war, der den dicken Haushalt hängen lassen und sich so die Nase gebrochen hat auf diesem Gerät. Das war auch gleichzeitig einer der schönsten Momente meiner Schulzeit. Herr Gossweiler so vor dem Ding runterkam. Wir haben dem Lehrer damals eine harte Rolle war es, glaube ich, unter den Tisch geklebt. Und er hat die ganze Zeit gedacht, er hätte irgendwie Probleme mit sich. Wir haben großen Spaß gehabt. Er hat es wirklich lange gebraucht. Harzer Roller, also ganz stinkender Käse. Das war großartig. Und die Klassiker eben, die man so auch im Fernsehen gesehen hat. Und Zahnpasta unter die Türklinke und so weiter und so weiter. Einmal, im 1. April haben wir uns alle versteckt. Wir waren eben ehrlich in der Klasse und sind aus dem Fenster geklettert und haben die Lehrerin erschreckt. Die hat sich so erschreckt, ich glaube, die hat danach, glaube ich, die hat woanders angefangen. Unsere sehr spießige Englischlehrerin, die gesagt hatte, sie bringt uns einen Film von Macbeth, eine VHS-Videokassette. Dann haben wir die Kassette vorher ausgetauscht. Mit einem Film aus einer überbeleumundeten Ecke, überwiegend aus dem Erotikmilieu. Und nein! Entsprechende Szenen mit einer Aufnahme hingespult. Das war auch ein großes Vergnügen. Das glaube ich sofort. Bestimmt. Klar. Aber schwerer Moment, ja. Ich müsste ein bisschen nachdenken. Aber, ja, nachdenken. Streich gespielt und klar. Oh ja, auf der Bühne. Ich war auf der Theatertournee und dann gab es eine Derniere. Und bei der Derniere, die letzte Vorstellung, wie man sagt, da gibt es so kleine Späße. Die Kollegen machen böse Sachen. Und ich hatte eine Szene, in der ich sang. War eine komische Rolle, alles gut, aber ich sang. Und in dem Moment fiel ein Hühnchen, ein totes Plastikhühnchen von oben von der Decke und ich musste so lachen, dass ich nicht mehr weiter singen und nicht mehr weiter spielen konnte. Bestimmt 5 Minuten. Das Publikum lachte Gott sei Dank mit, aber es war zu einmal der Streich. Sowas hatten wir auch, sogar total ähnlich. Auch am letzten Show macht die Crew manchmal auf einer Tournee einen Scherz mit einem. Genau. Und wir haben ein Lied gehabt, das hieß Böse. Das endet dann immer, ich bin diese Knarre, macht scheiß getötet, ich bin Thomas, bam, ich bin scheiß böse. Und dann kam auch Bombs und Plastik runtergeflogen. Genau der gleiche Mist. Aber so, ja klar, meine Kinder machen gelegentlich gerne mal Scherze. Ach. Also nach dem Motto, aha, und so. Aber auch etwas kompliziertere Sachen nicht. Ich habe den Kollegen Thomas D. mal im Rahmen einer Verstehen Sie Spaßsendung, also eigentlich hieß die April April mit Frank Elsner hochgenommen. Haben wir so getan, als würde ich entführt werden. Und er ist aber aus dem von den Kamerateam beobachteten falschen Auto ausgestiegen, um mich zu verfolgen und ist quasi aus dem Set gerannt, irgendwo in München, wo wir gedreht haben. Keiner wusste mehr, wo er war, ist dann bei der Polizei gewesen und so. Die haben die Hubschrauber losgeschickt. Das war eine ziemlich teure Produktion. Na, also entschuldige mal, das ist dicke Schwein, entschuldige, das kann man so sagen, ja. Dicke grüne Schwein, jetzt sich selber zusammenreißen, sagt ausgerechnet er, Leonard, den ich ja spreche, kommt jetzt auf die Idee und sagt, wir müssen zusammenarbeiten. Ja, die Feinde. Bringt sogar alle zusammen. Die Feinde. Und der Böse bringt alle zusammen und sagt jetzt nach vorne, also mehr kann man sich da nicht verändern im Hinblick auf, jetzt müssen wir als Team zusammenarbeiten. Also das ist ja unerlässlich. Also meine Figur, tut mir leid. Ganz klar, aber die dreht Figur die Handlung ist, total. Total. Das wäre der Böse wird möglich. Gut quasi. Ja. Ja. Ähnlich sensationell ist der mächtige Adler, der ja, allein dadurch, dass er ist ja im Original Angry Birds Videogame, eine Extrawaffe, der einzige Adler, der fliegen kann und irgendwie auch sehr teuer, keine Ahnung, was man dafür ausgeben muss, um diese Waffe dann zu haben. Und im ersten Teil war es schon so, dass seine Flugfähigkeit das Team ja eigentlich gerettet und auch transportiert hatte. Da hinzu kommt, dass er in sich den Schlüssel trägt, den Bösewicht zu besiegen, aber ich würde zu viel verraten, nämlich die Verbindung zwischen dem mächtigen Adler und dem Bösewicht. Vertraglich verboten worden. Unglaublich hohe Strafen. Schwein. Ja, dann kann ich nur recht kriegen. Also, entschuldige mal, die Schweine. Klar, die haben ja Spaß dabei. Die Guten sind immer gut. Nein, wir dürfen das eigentlich nicht. Und dann, ach ja, das müssen wir mal zurückschlagen. Das ist ja total langweilig. Aber die Schweine. Das Schönste ist, wenn die Schweine fliegen und es immer schief geht und die Flugzeuge zerbrechen. Als wäre es ein Scherz. Ja, und dann noch mal von vorne und die leben das richtig aus. Ja, das ist für dich. Also, die machen die besser. Die sind immer fantasievoll. Ja. So.
Das sind die Schweine an sich sind überhaupt die Idee, weil die auch in dem Videospiel eigentlich die sind, die man da auseinander nimmt, dass die daran Spaß haben, finde ich total lustig. Ich habe mich so identifiziert mit der Rolle, ich habe sogar ein grünes Jackett angezogen. Wirklich? Sehr gut. Die Grünen. Ich habe mich auch so identifiziert, ich habe ein paar Kilo zugenommen. tut jeder was für die Rolle. Jeder was für die Rolle. Meine Lieblingsszene ist die auf dem Klo. Entschuldigung. Aber es ist wirklich das ist echt mit dem Adlerkostüm. Das ist so lustig, weil es halt. Müssen so tun, ich musste so lachen. Das ist nämlich auch super oldschool Slapstick. So ja. 20er, 30er Jahre Slapstick. Ja. Aber so lustig, dass man nur durch die Bewegung sich kaputt lachen kann. Sie sind übereinander und sind in diesem Kostüm. Und jetzt müssen sie so tun, als würden sie pinkeln, damit sie nicht auffallen, weil sie in diesem Kostüm stecken. Hier hat sie jemand anderes. Und der unten muss natürlich so tun, als würden sie wirklich gerade Bibi machen. Und der Mann. Ich bin zusammengebrochen. Es war wirklich sehr lustig. Sehr komisch. Ja. Ich bin eigentlich ganz, was ich witzig finde, dass irgendwie alle schauen. Ich auch. Jetzt merke ich erst, jetzt wo wir hier sitzen, merke ich, ich bin es überhaupt nicht. Ich finde tatsächlich die Rolle von Chuck und Axel Stein finde ich tatsächlich die Wunderwaffe sozusagen. Das ging mir beim ersten Teil schon so. Also die Gesangseinlage, die sie bei Mighty Eagle haben, das passt so gut aufeinander. Ja, und dann bin ich. Man hat ja, es sind ja gesagt, dass das Axel Stein sei. Echt? Verstehe. Gratulation. Ja.